Herzlich willkommen zu deiner Meditation zum Neumond. Bitte stelle sicher, dass du für dein kleines Ritual ungestört bist. Begebe dich an deinen Meditationsplatz, zünde dir vielleicht eine Kerze an, um Licht in die Dunkelheit zu bringen. Dieser Augenblick jetzt hier gehört nur dir selbst. Vielleicht möchtest du deine Kerze mit einer bestimmten Intention anzünden. Zum Beispiel dir jetzt nur Zeit für dich und deine Wünsche zu nehmen. Dich jetzt hier zu entspannen, dir diese Auszeit zu gönnen und dir etwas Gutes zu tun. Setze dich dann gerne in einen angenehmen Meditationssitz. Schau, dass es bequem und warm ist und werde ganz präsent mit deinem Atem. Atme dazu dreimal tief in den Bauch ein und aus. Einatmen und ausatmen und dabei loslassen. Einatmen und loslassen und einatmen und loslassen. Solltest du deine Augen noch nicht geschlossen haben, kannst du das jetzt tun. Lasse deinen Atem nun wieder ganz normal fließen. Spüre, wie jeder Atemzug dich ruhiger werden lässt. Mit jedem Ausatmen sinkst du tiefer und tiefer in die Entspannung. Sollten Gedanken kommen, halte nicht an ihnen fest. Lasse sie einfach wie Wolken vorüberziehen. Konzentriere dich dann wieder auf deinen Atem und meine Stimme. Und während dein Atem immer ruhiger wird, beginne deine Zukunft zu visualisieren. Stell dir dein Leben auf einer großen Leinwand vor. Was möchtest du im nächsten Mondzyklus erreichen? Was ist deine Intention für diesen nächsten Zyklus? Wie soll sich dein Mama-Leben in den nächsten 4 Wochen verändern? Beachte bei deinen Neumondwünschen ein paar kleine Regeln, während du dir dein Traum-Mama-Leben auf deiner Kinoleinwand vorstellst. Tue so, als ob deine Wünsche bereits Realität wären. Das, was du dort siehst, ist dein Leben jetzt. Nicht in ferner Zukunft. Genau jetzt lebst du dieses Leben. Und du siehst dir gerade dabei zu. Wünsche dir immer das, was du willst und nicht, was du nicht mehr willst. Und setze dir erreichbare Ziele, mache kleine Schritte. Du kannst dir durchaus auch größere Dinge wünschen, die vielleicht in weiterer Ferne liegen oder etwas länger zur Verwirklichung brauchen. Und frag dich dann hier, welche Schritte liegen auf dem Weg bis dahin? Was kann ich jetzt für diese große Veränderung tun? Und wünsche dir nicht, dass sich jemand anderes verändert. Das kann nur derjenige selbst. Du kannst dir stattdessen wünschen, dass du mit den Eigenarten der jeweiligen Person besser zurechtkommst. Erlaube dir alles.
hast alles in diesem Leben verdient. Alles Glück, alle Liebe, alle Fülle, alle Freiheit dieser Welt gehört dir. Glaube an dich und daran, dass du es wert bist, dass dieser Wunsch, den du da gerade auf deiner Kinoleinwand betrachtest, in Erfüllung geht. Jetzt. Verbleibe noch ein paar Atemzüge bei deiner Zukunftsvisualisierung. Genieße das Gefühl. Bade in diesem positiven Gefühl, was dich durchströmt, wenn du das siehst. Das ist dein Leben. Das ist kein vielleicht, eventuell, irgendwann mal. Das ist jetzt dein Leben, das jetzt in Erfüllung gehen wird. Und stelle dich nun langsam darauf ein, ins Hier und Jetzt zurückzukehren. Spüre die Unterlage, auf der du sitzt. Nimm den Raum um dich herum wieder wahr. Bewege deine Füße und bewege deine Hände. Strecke dich, wenn du magst. Gähne, wenn du magst. Und dann nimm noch einmal einen tiefen Atemzug. Nimm frische, neue Energie auf. Und beim Ausatmen öffnest du einfach deine Augen und spürst für einen Moment noch dem Gefühl der Entspannung nach. Danke dir noch einmal ganz bewusst für diese Zeit, die du dir gerade für dein Neumondritual genommen hast. Und schreibe dir deine Intentionen, 1 bis 2 Stück, die du gerade in dieser Meditation gefasst hast, auf einen Zettel und bewahre ihn auf bis zum Vollmond. Deine Kerze kannst du gerne noch ein wenig brennen lassen. Denn eine Kerze in der dunkelsten Nacht des Monats anzuzünden bedeutet, dass wir ein wenig mehr Licht in unser Leben bringen wollen. Bitte das Universum während dieses Neumondes und allen, die ihm folgen, Licht auf dich zu werfen. Du kannst dieses Ritual auch noch einen Schritt weiterführen, indem du deine Kerze mit einer Absicht auflädst, die du während dieses Mondzyklus manifestieren möchtest. Geh noch einmal deinen Film durch. Was könnte deine Absicht für diesen Mondzyklus sein? Du hältst dann einfach die Kerze, gehst noch einmal in dieses Gefühl der Freude, Dankbarkeit und Wertschätzung und Liebe und bittest das Universum um das, was du dir wünschst. Und immer wieder, wenn du in den nächsten Tagen diese Kerze anzündest, erinnerst du dich daran, dass dieses Leben jetzt schon dein Leben ist. Wertschätze dich. Erlaube dir, all deine Träume und Wünsche wahr werden zu lassen. Bis zum nächsten Mal, deine Julia.